Da bin ich wieder, Maren Kanter, die Leiterin von Creative Academy. Wir wollen Ihnen heute zeigen, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist, mit CND, Shellac, die perfekte Lackierung zu erstellen. Wie jede Dienstleistung beginnt eine CND-Shellac-Behandlung mit Desinfektion. Desinfizieren Sie die Hände Ihrer Kundin mit Coolblue. Bitte kürzen Sie die Nägel mit der Kanga-Feile. Dies ist eine Naturnagelfeile und verfügt über 240 Grit. Dies wiederum gewährleistet, dass der Nagel keinen Schaden nimmt. Kürzen Sie erst den Nagel und anschließend geben Sie die gewünschte Form. Damit CND-Shellac richtig halten kann, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir die Nagelhaut von der Nagelplatte wegnehmen. Lassen wir die Nagelhaut drauf, dann wäre es wie eine Membran und Shellac könnte nicht richtig am Nagel anhaften. Mein Tipp für Sie: Nehmen Sie ein kleines Schälchen aus Glas, aus Metall und geben Cuticle Away in dieses Schälchen und verteilen dann mit einem Nagelhautpusher das Material auf der Haut der Kundin. Das hat enorme Vorteile, weil Sie nicht jedes Mal an die Kundin mit der Flasche herankommen. Stichwort Hygiene. Wenn Sie vom kleinen Finger zum kleinen Finger gearbeitet haben, also das Produkt vom kleinen Finger zum kleinen Finger verteilt haben, reicht diese Zeit aus, um die Nagelhaut vorsichtig nach hinten zu schieben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Pusher nicht zu steil halten. Nun kommt ein Instrument zum Einsatz, das sich Kürett nennt. Das ist wie ein kleines Löffelchen, mit dem kann man Reste der Nagelhaut schonend entfernen. Anschließend nehmen Sie eine Nagelhautzange, bitte keine Nagelhautschere, und entfernen hochstehende und abgestorbene Nagelhaut. Das erleichtert Ihnen die anschließende Lackierung ungemein. Mein Tipp: Stellen Sie sich, um Zeit zu sparen, eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt an den Tisch. So können Sie Cuticle Away am Platz von der Kundin runternehmen. Das spart unendlich viel Zeit und Sie haben auch die Kontrolle, dass es richtig gemacht wurde. Erinnern Sie sich? Im letzten Video habe ich gesagt, zu keiner Zeit wird mechanisch auf dem Nagel gearbeitet. Aber wir müssen natürlich das Fett vom Nagel runterholen. Zu diesem Zweck nehmen Sie sich eine Zillette und befeuchten Sie mit Scrub Fresh. Wenn Sie den Nagel dehydrieren und entfetten mit Scrub Fresh, reicht es leider nicht, mit sanftem Druck zu arbeiten. Sie müssen bitte systematisch mit stärkerem Druck arbeiten, so dass Sie ein leichtes Quietschen hören. Als nächstes folgt der Base Coat. Schütteln Sie die Flasche so, als wollten Sie einen Cocktail shaken. Entnehmen Sie den Pinsel und streichen Sie den Pinsel im Flaschenhals ab, so dass eine Art Spatel entsteht. Nun versiegeln Sie die Nagelspitze. Anschließend wird die Nagelplatte lackiert. Dafür arbeiten Sie in drei Strichen. Zuerst die Mitte lackieren und dann die Seiten. Lackieren Sie bitte alle fünf Finger einer Hand durch. Anschließend härten Sie die Nägel für 10 Sekunden in der LED-Lampe von CND. Dafür drücken Sie bitte die Taste 1. Jetzt folgt die erste Farbschicht. Auch diese Flasche müssen Sie kräftig schütteln, damit die Pigmente sich optimal vermischen können. Hier wird wieder erst die Nagelspitze versiegelt, anschließend die Nagelplatte lackiert. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich dünn arbeiten. Die erste Schicht darf nicht deckend sein. Auch hier können Sie wieder alle fünf Finger hintereinander wegarbeiten. Anschließend legen Sie die Hand in das Lichthärtungsgerät, in die LED-Lampe. Achten Sie darauf, dass die Hand richtig drin liegt und drücken Sie die Taste 2S. 2S, weil es die zweite Schicht von Shellac ist. Lassen Sie sich nicht irritieren, wir haben auch 2B. Das ist für unsere Brisa-Produkte. Nun lackieren Sie die zweite Farbschicht. Sie werden sehen, dass Sie jetzt das optimale Farbergebnis haben. Arbeiten Sie wieder alle fünf Finger durch, härten Sie die Nägel in der LED-Lampe von CND, wiederum mit der Taste 2S. Für den brillanten Glanz von CND Shellac lackieren Sie jetzt den Topcoat. Wieder versiegeln Sie die Nagelspitze, lackieren den ganzen Nagel. Anschließend wird die Hand in der LED-Lampe von CND gehärtet. In diesem Fall betätigen Sie die Taste 3. Um Ihre Arbeit abzuschließen, nehmen Sie nun eine Zillette und den Shellac-Cleaner und reinigen die Nägel. Es bleibt nach dem Härten eine klebrige Schicht und die müssen Sie mit dem Shellac-Cleaner entfernen. CND Shellac ist ein hydrophober Kunststoff, soll heißen, er ist in der Lage, Pflegestoffe aufzunehmen. Wenn Sie Ihre Dienstleistung mit CND Shellac abschließen, müssen Sie bitte das Öl
in die Shellac-Nägel einmassieren. Dadurch wird die Beschichtung geschmeidig gehalten und Shellac hält besser. Außerdem kommen die Pflegestoffe beim Nagel an. Ihre Kunden müssen bitte täglich zu Hause ölen. Sie verkaufen also Ihren Kunden Solar Oil für zu Hause und das wiederum steigert am Ende des Tages Ihren Umsatz. So einfach wie das Lackieren mit CND Shellac ist, so einfach ist auch das Ablösen. Nach 2 Wochen, wenn die Kundin wieder zu Ihnen in den Salon kommt, befeuchten Sie das Vlies vom Wrap mit Nourishing Remover, legen Sie den Finger der Kundin an das Wrap, knicken Sie den Wrap um und schließen Sie ihn fest. Sie müssen darauf achten, dass keine Luft in den Wrap eindringen kann und auch keine Luft eingeschlossen wird. Nach 5 Minuten können Sie Shellac problemfrei ablösen. Ich hoffe, dass Sie jetzt genauso begeistert sind von CND Shellac wie ich, dass Sie ihn lieben werden. Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen. Ich bin gerne für Sie da.